Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis vor kurzem war man der Meinung, dass man zum erfolgreich Gärtnern möglichst viele Spezialdünger braucht. Nicht selten ist es darum vorgekommen, dass man bis zu 10 verschiedene Dünger daheim hat. Und vielleicht hat gerade das dazu geführt, dass ein grosser Teil der Privatgärten überdüngt waren. Nach neuesten Erkenntnissen ist nämlich eine gesunde Bodenstruktur und ein optimaler Standort für die Pflanzen wichtiger als möglichst viel Dünger. Außerdem weiss man durch Proben, welche Nährstoffe und Spurenelemente das man dem Boden entzogen hat und wieder zuführen sollte. Im GOB Ökoplan Universaldünger sind alle Baustoffe, die die Rosen und andere Blumen, Gemüse und Beere brauchen, in einer ausgewogenen Zusammensetzung enthalten. Er entspricht den Richtlinien der VSBLO, der Vereinigung der Schweizerischen Biolandbauorganisationen, und ist mit den Bioknospen ausgezeichnet worden. Der Universaldünger aus 100% Naturprodukt verbessert zudem die Bodenstruktur und ist nicht nur Nahrung für Pflanzen, sondern auch für die unentbehrlichen Bodenlebewesen. Nach dem Gebrauch lässt sich Verpackung aus unschädlich vernichtbarem Material gut wieder verschliessen. Wegen der Zerstörung der Moorlandschaften lehnen immer mehr Hobbygärtner den Einsatz von Torf in ihren Gärten ab. Eine ökologisch vollwertige Alternative können wir Ihnen aber auch hier anbieten. Der GOB Ökoplan Torfersatz ist ideal zum Lüften und Lockern vom Boden und als Abdeckmaterial unter Druck das reine Naturprodukt auch gerade noch das Wachstum von Unkraut, sorgt für eine gleichmäßige Bodentemperatur und hält die Feuchtigkeit im Boden zurück. Wie schon am Anfang erwähnt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sollte man zum richtigen Düngen den Gartenboden genau kennen. Wir empfehlen Ihnen darum, eine Bodenprobeanalyse durchzuführen. Das entsprechende Zubehör und die Untersuchung kommen Sie in allen GOB Do-It-Yourself und Baucenter für 32 Franken über. Ob Sie den Rasen in Amerika auch ökologisch düngen, ist mir im Moment nicht bekannt. Auf jeden Fall sind wir seit langem wieder mal dabei an einer Fußball-WM. Wie lange das her ist, das ist eine der Wettbewerbsfragen im grossen Arni-WM-Wettbewerb, der jetzt angepfiffen worden ist. Teilnahmeschein gibt es in jeder Arni-Schokobell-Packung. Am Ball bleiben lohnt sich. Man kann eben die exklusiven Hopp-Schweiz-Pins, eine 13-tägige Reise an WM-Final nach Amerika gewinnen. Bestimmt haben Sie Ihren Lieblings-Espresso schon lange entdeckt. Und es würde mich nicht wundern, wenn es der Mastro Lorenzo wäre. Mastro Lorenzo. Tasse um Tasse der Genuss frischen, echten Espressos. Von Jakobs Mastro Lorenzo, Ihr Espresso Privatissimo. Wenn schon Espresso vom Feinsten, dann möchte man auch beim Dessert nicht zurückstecken. Vienetta von Lusso Eldorado. Vienetta, feinste Glasse mit luftig leichten Knusperschokolagen. Unwiderstehlich. Ein Stück ist meistens noch nicht genug. Vienetta Vanille, Cappuccino und Kokosnuss von Lusso Eldorado. Drehen ist jetzt an der Esther. Sie hat uns wieder eins von ihren raffinierten, aber günstigen Rezepten mitgebracht. Für die Schinkengisch, die ich Ihnen heute vorschlagen möchte, habe ich das Blech eingefettet und bemalt, mit dem ausgewählten Teig beleidigt und wie üblich ein paar Mal mit der Gabel eingestochen. Dann habe ich den Schinken aus der GOB-Aktion in feine Streifen und die Frühlingszwiebeln in 0,5 cm dicke Ringe geschnitten. Beides dämpfe ich jetzt ca. 5 Minuten im Öl. Pfeffern und salzen. Und wenn er ein bisschen ausgekühlt ist, tue ich den Belag auf dem Teigboden verteilen. Der Guss aus 3 Eiern, Halbrahm und Milch verrühre ich gut mit Pfeffermuskat und Salz und gieße ihn gleichmässig über den Belag. 30 bis 40 Minuten im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad braucht die Schinkengisch. Sie ist köstlich als Vorspeis, zum Aperitif und zusammen mit einem Salat gibt sie eine vollständige Mahlzeit. Auch das Rezept finden Sie wieder in unserem Aktionsangebot in der Tagespresse und in der Coop-Zeitung. Sie werden sehen, ein Versuch lohnt sich. Nicht zuletzt natürlich wegen dem günstigen Preis. Verschiedene Konsumentinnen haben uns angerufen, weil sie das Rezept nicht gefunden haben. Wie unsere Köchin bereits erwähnt hat, steht es auch das mal im Aktionsinserat, wo Sie hier hinter mir sehen. Und das erscheint in verschiedenen Tageszeitungen und in der GOB-Zeitung. So, und jetzt kommen wir jede Woche zu den Aktionen.
100 Gramm Hinterschinken offen oder verpackt gibt es bei Coop für nur 1,75. Verschiedene Müsli sind jetzt im Franken bis 1,50 günstiger. Das Coop Bircher Müsli Extra gibt es zum Beispiel für nur 3,70. Und zwei 24er Film Kodak Color Gold 200 kommen Sie über für nur 9,90. Und da noch der Coop-Preisabschlag. Die 800 Gramm Dose geschälte Tomaten von Napoli kostet von jetzt an nur noch 1,60. Und nicht vergessen, am nächsten Wochenende ist Ostern. Wir offerieren Ihnen den schönen Osterstrauß für nur 12,90. Ja, und mit dem Osterbouquet möchte ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Recht schöne Ostern und auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch.